tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch ein weiteres meiner Admurai vor. Admurai ist die Weiterentwicklung von Otaro und Swadronin und hat wie diese einen Wassertyp, was ihm eine Schwäche gegen Pflanze und Elektro sowie eine Resistenz gegen Feuer, Wasser, Stahl und Eisattacken gibt. Admurais Basiswert ist uns grundsätzlich sehr solide. Die EV verteilt man hier 172 in KP, 252 in Angriff und 84 in Initiative. Dazu ein hartes Wesen, um den Angriff zu maximieren. Als Fähigkeit nimmt man Sturzbach. Diese verstärkt Admurais Wasserattacken um 50%, wenn er weniger als 33% der KP hat. Als Attacken nimmt man Kalklinge, Vielender, Wasserdüse und Schwertanz. Kalklinge ist hier die Mainstep-Attacke und hat eine 50%ige Chance, die Verteidigung des Gegners um eine Stufe zu senken. Vielender ist eine starke Käferattacke, die gute Coverage gegen die meisten Pflanzen-Pokémon gibt. Wasserdüse gibt Admurai eine nützliche Prio-Attacke und Schwertanz boostet den Angriff um 2 Stufen. Als Item nimmt man Zauberwasser, um Admurais Wasserattacken nochmal um 20% zu verstärken. Im Prinzip ist dieses Admurai ein Wallbreaker. Nach einem Schwertanz ist sein Angriff so schon enorm hoch und kann mit seinen Attacken gewaltigen Schaden anrichten, speziell wenn er von einer gegnerischen Attacke unter 33% der KP fällt und der Sturzbach aktiviert ist, kommen seine Wasserattacken auf enormen Schadenswerte. Gegen schnellere Sweeper reicht mit den richtigen Voraussetzungen oft auch eine Wasserdüse aus, um sie umzuhauen. Gegen langsamere Pokémon kann man mit Kalklinge oder Vielender draufhauen. Die Initiative-EV sind hier übrigens so verteilt, dass er genau noch Pokémon mit Base 80 überholt, die keine Initiative investiert haben. Wenn eine richtige Wall vor Admurai steht, kann man mit Kalklinge draufhauen, um mit etwas Glück die Verteidigung des Gegners weiter zu senken. Hardcounter gegen dieses Admurai sind zum Beispiel Mega Bisaflor oder Apoqualip. Gute Teampartner sind schnelle Feuer-Pokémon wie Turnupto, die Pflanzen-Pokémon leicht rausnehmen können. Das war's von meinem Admurai und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.